Wie die Laune des 1. FC Saarbrücken wohl ist in der Fußball-Oberliga. Heute waren sie wieder gefordert gegen Bad Kreuznach. Ja, Liga 4 für den 1. FC Saarbrücken, aber man will ja wieder nach oben. Einen kleinen Schritt dazu konnte man heute tun mit dem Spiel gegen Bad Kreuznach. Karl-Heinz Roland. Rein ins erste Heimspiel der Saison im Ludwigspark. Auch für die junge Mannschaft des 1. FC Saarbrücken eine ganz neue Erfahrung. Sie wirkten angespannt. 2000 Zuschauer im Park, die meisten natürlich blau-schwarze Fans. Und das neue Motto. Liebe kennt keine Liga. Das gilt auch für Michael Krüger, den 53-Jährigen. Auch er gab im Park seinen Einstand. Vorne in der ersten Reihe Nazif Haidarovic und Manuel Rasp. Und Rasp hat auch die erste Möglichkeit nach 26 Minuten. Bis dahin Sommerfußball, der 1. FC Saarbrücken sehr nervös. Kaum Torchancen, dann die 40. Minute. Thorsten Jülich, Nazif Haidarovic setzt sich durch im Zweikampf mit Dimitri Meier und macht das Führungstor für den 1. FCS. Die Wiederholung zeigt, beide zupfen und zerren, aber Haidarovic, der 22-jährige Bosnier, bleibt der Sieger und macht sein Tor, wie schon beim Derby in Neunkirchen. 1:0 nur zur Pause. In der zweiten Hälfte allerdings ging es ratzfatz. Julien Himbert, der Franzose, ein guter Fußballer. Und Mike Franz mit dem 2:0 in der 53. Spielminute. Der 19-jährige Mike Franz, ein Saarbrücker Bub, angefangen hat er auf der vollsten Höhe, kam im letzten Jahr von Borussia Neunkirchen hier völlig frei das 2:0. Das war so etwas wie die Vorentscheidung. Bad Kreuznach jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Platz. Dann Freistoß. Rechtsfuß Mike Franz oder Linksfuß Charles Hafner. Hafner und Haidarovic. Irgendwie bringt er den Ball über die Linie. Das zeichnet einen Torjäger aus. Noch einmal. Charles Hafner, der Kapitän. Und Haidarovic lässt die Kugel am Körper abtropfen. Der Ball über die Linie. Zweites Tor für Nazif Haidarovic. Saarbrücken jetzt nicht mehr zu bremsen. Superpass von Julien Himbert auf Mike Franz. Haidarovic, klasse Aktion auch von Rasvanishiti. Haidarovic und Arif Karoglan. 4:0 für den 1. FC Saarbrücken in der 72. Minute. Zwei Minuten davor hatte Schwarz bei Bad Kreuznach die gelb-rote Karte gesehen. Saarbrücken also in den letzten 20 Minuten in Überzahl. Und das nutzte die Mannschaft auch aus. Haidarovic, Karaoglan, 4:0. Längst war im Park alles gelaufen. Bad Kreuznach jetzt völlig von der Rolle. Nur noch ein Spielball. Haidarovic klaut sich die Kugel und macht das 5:0 in der 73. Minute. Sein drittes Tor in dieser Partie, das vierte in dieser Saison. Und Saarbrücken spielte weiter nach vorne. Pascal Stelletta eingewechselt wie Karaoglan. Haidarovic. Und Charles Hafner, der Kapitän, durfte auch ran. Das 6:0, 7 Minuten vor dem Ende. In der zweiten Halbzeit eine tolle Vorstellung des 1. FC Saarbrücken. Haidarovic noch einmal als Vorbereiter in der Schlussminute. Und Mike Franz mit dem 7:0. Ein klarer Sieg, den man allerdings nicht überschätzen darf. So ein Erlebnis wie heute oder jeder Sieg tut einfach gut. Und das ist gut fürs Selbstvertrauen. Wollen den Sieg, also ich werde den Sieg mit Sicherheit nicht überbewerten. Wichtig war, dass wir heute hier 3 Punkte holen. Das haben wir geschafft. Und jetzt schauen wir aufs nächste Spiel. Und dieses nächste Spiel ist wieder ein Derby am Samstag im Ludwigspark gegen Köllerbach. Zunächst aber wurde gefeiert und Hände geschüttelt. Ein toller Erfolg für die junge Mannschaft des 1. FCS und natürlich auch für die blau-schwarzen Fans. Hier die Ergebnisse vom zweiten Spieltag der Oberliga. Homburg 2:1 Sieger gegen Engers, Köllerbach Borussia Neunkirchen, das Derby 0:1, Kaiserslautern 2 unterliegt Rosbach 0:1, Mechtersheim 3:1 Sieger gegen Ida Oberstein, Saarbrücken das 7:0 gegen Bad Kreuznach haben Sie gerade gesehen und Mainz 05 die zweite gegen Mayen 4:1. Ein Blick auf die Tabelle. Schöne Momentaufnahme, Mainz 05 und Rosbach vorne, dann Saarbrücken, Homburg und Neunkirchen folgen auf den Plätzen. Rot-Weiß-Hasborn im Moment Rang 7 bei nur einer Begegnung, kann ja noch nachziehen, sogar ganz nach oben mit einem Sieg. Und dann in Halbzeit, in den Tabellenhälfte 2, die Sportfreunde aus Köllerbach. Die können auch noch was tun, denn die
Liga, sie dauert noch lange an. Also das nur eine Momentaufnahme nach dem zweiten Spieltag.